so, das ist das Blatt, das die Bäckerei rein zu hat. Aber warte, ich kann da jetzt mal so einen Status geben. Jetzt habe ich ja die BGA schon ein paar Monate. Also meine BGA hat gemacht im ersten Monat, wo ich sie gekauft habe, 11.000. Mhm. Dann im August und September hast du gespielt. Da habe ich im August 28.000 gemacht. Und im September jetzt nur 13.000. Da ist das Silage schon ausgegangen anscheinend. Mhm. Und jetzt im Oktober habe ich 76.000 Liter gehen ran. Und jetzt bin ich auch wieder bei 26.000. Also wenn auch wieder so um die 28 dann werden. Ich frag mich jetzt echt, wo man das zieht. Wo man was zieht. Was willst du ziehen? Ich kann auch was ziehen. Na, die Pfeile und so, also den Kurs. Im Kurseditor? Du darfst aber den Kurs nicht geladen haben im Gerät. Da bin ich drauf gekommen, da gibt's den dann nicht. Also das kannst du dann. Ich habe ihn jetzt ausgewählt über den. Naja, bei Curseplay wähle ich aus, wenn ich habe keinen Kurs. Dann gehe ich rein und sage Feldposition. Ja, dann machst du den Kurs. Dann musst du den Kurs aber wieder rauslöschen aus dem Fahrzeug, weil sonst kannst du den Kurseditor nicht öffnen. Was ist der Kurseditor für einer? Der Kurseditor ist der Kurseditor. Das ist der, wo du den Kurs erstellst. Aber du sollst ihn ja viel fertig erstellen. Und dann bearbeitest du ihn erst. Aber bevor du ihn bearbeitest, musst du ihn wieder aus dem Fahrzeug löschen. Sonst geht's nichts. Wenn ich ihn aus dem Fahrzeug habe, habe ich ihn nicht mehr drinnen. Yay, sollst du ja. Sonst kannst du nicht mehr bearbeiten. Wenn es so lange im Fahrzeug geladen ist, kannst du nicht bearbeiten. Und jetzt habe ich ihn auch nicht mehr. Welches Feld habe ich jetzt noch zum Ernten? Jetzt habe ich ihn aber auch nicht mehr bei wo ich einen Job erstelle und so weiter. Was meinst du? Also ganz verstehe ich das nicht. Ja, bei Job erstellen machst du den Kursgenerator und das. Du musst dann auf den Kursmanager gehen und da wählst du den Kurs aus. Also vorher rauslöschen aus dem Fahrzeug, dann den Kurs auswählen, den du bearbeiten willst, dann den Kurseditor und dann öffnet sich und dann bist du auf dem Feld. Und dann kannst du Punkte setzen, Punkte verziehen. Ursuper. Also easy. Das ist aber nur, wenn ich ihn abgespeichert habe. Ja sicher, du musst ja einen Kurs haben, sonst kannst du ihn ja nicht bearbeiten. Ja, wenn ich im Fahrzeug sage Kurs, Feldposition sagen wir 112, sag Kurs öffnen, schließen, ja. Kurs generieren. Ja. Und wenn ich ihn jetzt aus dem Fahrzeug rauslösche, ist er ja da auch wieder draußen. Ja, dann ist er weg, du musst ihn ja vorher abspeichern. Ich habe gesagt, fix fertig machen den Kurs und dann rauslöschen. Oh. Ein Feld haben wir nochmal, Nummer 54. Mal die Straße jetzt rechts rauf. Ich habe auch irgendein Feld jetzt, da ist ein Zaun im Weg. Easy. Habe ich ein bisschen rüber gesetzt. No problemo. Wenn ich aber sage, speichern, speichert aber nicht. Warum nicht? 112. Nach runter schließen. Dann gehe ich da auf Kurs speichern. Oder muss ich zuerst Nord anlegen wahrscheinlich? Mhm.
richtig aus dem Fahrzeug raus. Da wieder rein. 112 laden. Aktivieren nehme ich an. Nein, dann hast du ihn hier wieder im Fahrzeug. Ach so. Nur abspeichern, rauslöschen, dann wieder reingehen, bearbeiten. Kurs laden. Ich sag laden, hat aber noch nicht ausgewählt. Oh, jetzt sehe ich's. Nice. Oh, ich muss tanken fahren. Ja. Bewegt den ausgewählten Festhalten der Maustaste. Bewegt sich aber nicht. Aber egal, so ist theoretisch. Auch wenn das jetzt nicht. Geschneit. Ich frag mich gerade, wo ich... Wo? Du? Ah, da steht er noch. Der Schwader steht dort noch. Danke ich nicht. Jetzt.
sehr schön. So, was sagt denn die GeoVor eigentlich? Die GeoVor? Gewinn- und Verlustrechnung. Kredit 3643. Lohnzahlungen 1921. Jetzt sind 5, 6 circa. Zwischendurch waren so Rechnungen mit 10 Euro, 210, 80 Euro waren dabei. Die haben auch alle gezahlt. Ja, da habe ich mich verdammt, da habe ich dann den, einfach den, den das habe ich dann weggerechnet. Nein. Der anderen. Okay. Einnahmen Gebäude 10.000. Nein, ich muss ja die Plus machen. Ich habe Nein, zuklappen. Im Dezember macht sich ein Gewinn. Das Weihnachtsgeld boomt. Kommt das Weihnachtsgeld? Aber wenn du Minus hast, kannst du dann nicht die Rechnungen zahlen. Rechnungen kann ich im Minus auch zahlen, aber ich bin ja nicht im Minus. Achso, bist du eh nicht. Na, das habe ich schon wieder hochgearbeitet, da hat mein ganzes Ding verkauft. Weil dann könnte man so die Rechnung rauskriegen, die 2 Millionen Rechnung. Ich zahle sie und du zahlst sie mir gleich wieder zurück, dann hätten wir es draußen. Was können wir machen? Tschüss, jetzt überweise ich ihm jetzt gleich 2 Millionen und dann setzen sie sich ab auf die Bahamas. So, ich zahle dir mal. Step oder 1,9 Millionen minus. Achso, ich kann nicht da jetzt nicht mehr zurückzahlen. Haben wir Windkraft rausgekauft. Um 2 Mille. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. 1, irgendwas, oder? Ja. 750.000. Bringt 68.000 im Monat. Brav. Muss da auch einmal einspielen. Na gut, das ist ja dann in der Relation eh drin. Ja, hast du schon? Was? Hast du gemacht? Ah ja, ja. Hast du. Ich bin schon gerade seit dem Minus. Ja, hey, aber ich habe eine kurze Rechnung schon gemacht, dass das nur zahlt. Hast du geschaut, was ich geschrieben habe? Nein, habe ich jetzt nicht geschaut. Zeige. Waren? Du hast nichts geschrieben, außer. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen Text reingegeben. Nein. Echt nicht? Nein. Schon Korruptionsdienstleistung oder so.
Passt. Also wie gesagt, die erste habe ich dir schon überwiesen. Du musst nur sagen, welches Monat jetzt immer so dein Dings ist, wo du Stichtag haben willst. Ja, wir können mit Jahresende oder Jahresanfang machen. Dezember ist gut. Okay, dann überweise ich gleich das nächste auch. Dann bist du erst nächstes Jahr, oder? Ach so, Dezember immer, okay. Passt. Sei so spät. Ich habe mir so schon einen Schachplan gemacht. Ich werde jetzt eben schauen, dass ich ein bisschen ins Plus komme. Die Kredite mal so auslaufen lassen quasi, also immer zahlen. Und nebenbei mit dem Gewinn so Leasing-Sachen rauskaufen. Diese, was ich am längsten habe schon. Wie Häcksler und den Traktor. Und dann Geräte, die ich wirklich oft brauche, weil ich zahle ja dann, wenn ich sie benutze, mehr als wenn ich sie nicht benutze. Ja. Ich habe in dem einen Monat, zumindest noch, mich alles hin und her gefahren habe, See und Hof und so, hatte ich Mietkosten, das sieht man jetzt dahinter nicht mehr, 80.000. So, wenn ich nichts benutze, habe ich 28.000, weil das hatte ich im September und Oktober, wo du an warst. Jo. Zwei Felder habe ich verkauft, weil die waren auch schon gut eingepreist. Das eine musste ich verkaufen, das heißt, man ruiniert einfach mit deinen Traktoren. Da sind jetzt so Gruben drinnen, das ist ein Wahnsinn. Gruben waren drinnen? Ja, auf dem 104 50 Fahrzeuge standen. Oder stehen noch immer, keine Ahnung. Achso. Konnte nicht mal irgendwas machen auf dem Feld. Wie viel ist das jetzt eigentlich wert? Was ist da drauf? Andere Frage. Boden? Auf 108. Da waren Bastinaken drauf. Da habe ich immer gedacht, Alter, wie erntet man die? Gibt sicher eine Erntemaschine, aber mit meinen geht das nicht. Ist, wenn der eine Traktor dabei eh da steht. Du fast schon mehr Waldbesitzer nämlich, sehe ich auch gerade, wie ich als Grundbesitzer. Möchten wir ja auch einmal kaufen, Felder, die ein bisschen weiter weg sind. Ja, ich habe halt wirklich da auch was preislich super war, immer gekauft. So.